Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft The Great Skies. Wir sind wieder da und ja, irgendwie will das hier nicht so recht mit meinem Aufnahmeprogramm. Schade, Schokolade. Ich hätte es jetzt gerne gehabt, dass ich wieder auf 30 FPS hochkomme. Zum Teil klappt das, zum Teil aber auch nicht. Naja, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, jetzt hatte ich hier gerade mal wieder vergessen, mir den Timer zu stellen. Das passiert wie jede Aufnahme-Session mindestens zweimal. Timer läuft. Juhu! Gut. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Habe ich irgendwas umgestellt, was ich hier nicht hätte umstellen sollen? Graphics Fancy ist, glaube ich, richtig. Setzt es quasi auch noch ein bisschen. May I please? Danke. Oh, er hat es hier mal wieder verbockt. So. Ja, jetzt muss ich erst wieder alle Chunks neu laden, natürlich. Wie könnte es anders sein? Oh, ich hasse sowas, wenn das nicht funktioniert. Ich hasse das so sehr. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie sehr ich sowas hasse. Ah, ja, ihr dürft jetzt hier einen kleinen Rundflug über meine gerade ladende Insel genießen. Damit ihr alle Chunks lädt. Alter, habe ich viele Villager. Brutal. Vermehren die sich anscheinend. Anscheinend vermehren sich aber auch hier die blöden Blisses, die sich nicht vermehren sollen. Die hier einfach nur schön gemütlich sterben sollen. Stirb halt. So. Sonst noch jemand ohne geladenen Chunk, so mäßig. Habe ich die Renderdistanz wieder falsch eingestellt? Anscheinend. Oh, ist das ein Graus, ey. Okay, Options, Video Settings. Graphics, Fast, Fancy ist richtig. Smooth Lighting, ja. UTV, Scale Bright. Particles, Decreased, Full Screen On. Render Distance, Normal. Sollte so stimmen. Ja, und trotzdem ist meine Framerate einfach im Eimer. Und guckt es euch an, hier wird einfach der Scheiß nicht vernünftig geladen. Ich will jetzt nicht nochmal um die ganze Insel rumfliegen müssen. Mann. Komm, lad die Scheißinsel. Lad das da oben, wenn ich da hingucke. Ja, also, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich befürchte, es liegt an meiner CPU. Ich hatte immer überlegt, mir eine neue CPU und eine neue Grafikkarte zu holen, aber kann ich Geld scheißen? Nö. Dementsprechend, meh. Das ist hier ey, der Chuck ist doch... Nee, da ist ja auch nichts zum Laden. Oh Leute, komm, begrabt mich einfach. Begrabt mich einfach. Vergiss es. Was ist hier los? Wieso passiert da nichts? Was soll das? Was geht denn hier ab? Sag mal, seid ihr wahnsinnig oder so? Ist das ME-System wieder voll? Leute, macht mich nicht fertig. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ME-System ist aus. Wieso ist das ME-System aus? What? Was geht denn hier ab? Power is low. Fuck! Nö. Jetzt mal ernsthaft, nö. Wieso? Aber was? Wieso? Wieso? Was? Wie? Hä? Wieso habe ich jetzt keine Energie mehr? Okay, ich nehme mal den größten Verbraucher hier vom Netz. Der größte Verbraucher müsste er hier sein. Ich nehme dich mal kurz vom Netz. Er ist nun mal der größte Verbraucher, den ich habe. Er kann jetzt nicht mehr arbeiten. Klar, er hat keinen Strom mehr. Gut, er kann auch diesen hier, aber... Alter! Das kannst du doch nicht machen. Okay, jetzt kommt er langsam, aber sicher. Er kommt so langsam wieder.
Heißt, ich brauche dringend neue Reaktoren. Warum mache ich das hier jetzt? Okay. Ich brauche dringend neue Reaktoren. Und zwar die großen. Fuck. Gut, er baut hier Energie auf. Der ist allerdings auch nur, wenn ich es richtig habe, wirklich nur mit dem Ding verbunden. Das heißt, ich sollte ihn hier mal ganz schnell an den Kreislauf anschließen. Keine Energie. Okay, er hier wird jetzt rucki-zucki an das andere System angeschlossen, damit ich hier Strom kriege. Okay, ich muss ans E-System ran, weil da alles drin liegt. Scheibenkleister, ey. Läufst du gerade? Du läufst gerade nicht. Fuck! Wie komme ich jetzt ans E-System ran? Wo sind hier noch große Verbraucher? Die brauchen keinen Strom, die Dinger. Hier aber noch viele Verbraucher sitzen. Das Problem ist auch, ich weiß... Oh, oh Gott! Scheibenkleister. Okay. Hier. Nehmen wir mal einen raus. Ich glaube, meine Bienchen verbrauchen auch ziemlich viel Energie. Hilft aber nicht. Weil ich ja auch alles irgendwie miteinander verzweigt habe. Haben die Bienchen jetzt Energie? Schau mal. Haben noch Energie. Sie haben noch Energie. Scheiße, ey. Was mache ich denn jetzt? Okay, das hat nicht funktioniert, das zu cutten. Wo können wir noch cutten? Das hier ist alles im E-System. Das ist hier noch verbunden. Darüber, da geht es da hinten hin. Und das geht dahin. Okay, ich habe wieder Strom im ME-System. Okay, schnell ans ME-System ran und Sachen rausholen. Ganz schnell. Ich brauche Leitungen. Leitungen, Leitungen, Leitungen. Come on, gib mir Redstone Energy Conduits. Gib her. Gib her. Gib mir die Redstone Energy Conduits. Nein! Zwei Stück, das reicht mir nicht. Okay, ich kann die anderen abbauen. Heilige Mutter Gottes, Maria und Josef, warum? Warum tust du mir das an? Okay, hier, hier, hier. Komm her. Wir brauchen Stromstar. Das andere Ding ist mir gerade ziemlich egal. Ich muss hier mehr Strom hinhaben, in das System, in das Gesamtsystem. Oh fuck, was habe ich hier gebaut? Das darf nicht wahr sein, ey. Okay, komm her. Nein. Oh, ich bin so... Ah! Gibt's das denn? Komm her. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr über mein Stromsystem. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Ich habe keine Ahnung, was hier wie verläuft und wo lang und woher und... So, Strom. Gucken. Okay, jetzt kann er hier erstmal... Alter! Aber was ist der Grund dafür? Habe ich kein Jellurium mehr oder... Ich habe kein Jellurium mehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das der Grund. Gut, aber immerhin hat das ME-System jetzt wieder ein einigermaßen stabiles Ding. Okay, Jellurium gucken. Wo fehlt irgendwo Jellurium? Da ist Jellurium da. Hier. Jellurium ist da. Okay. Hier. Boing. Okay, okay, okay. Ich bin jetzt erstmal gerettet, glaube ich. Ich habe erstmal wieder Strom. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, das hält nicht lange. Ich muss jetzt hier mehr Reaktoren bauen. Und zwar dringend. Hat auch Strom. Okay, wie sieht es hier aus? Hast du noch hier Lorium? Ja, hast du. Produzierst auch Strom. Okay. Dich hier nehme ich jetzt mal ganz vom Netz. Also,
Sorry, aber ich kann jetzt hier nicht mehr weitermachen lassen, weil geht einfach nicht. Hier sieht's gut aus. Okay, er buffert sich langsam hoch. Dann schließen wir dich nämlich jetzt mal auch mit das System an. Damit ich einfach hier sämtlichen Strom, den ich irgendwo abzweigen kann, ins System kriege. Und dann kann ich hinten auch wieder die Verbindung schließen, die ja eh nichts bewirkt hat. So. Nein, nicht wegfallen, ich brauche euch. So und so, okay. Das ist hier angeschlossen. Das schließen wir das hier noch an. Das kann ich einfach hier rein ranhauen, okay. Alter Verwalter. Das ist doch nicht mehr schön. So. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade wollte. Das hat sich gerade alles in Wohlgefallen aufgelöst, was ich wollte. Okay. Er saugt schon wieder leer, macht aber nichts. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal wieder genug Strom, um hier alles zu machen. Ich werde jetzt nur mal eben hier die Verbindung... Ich muss gucken, ob meine Bienchen jetzt noch Strom haben oder nicht. Nicht, dass ich hier irgendwas komplett zerschieße und dann alles kaputt mache. Okay, ist noch Energie da? Ja, es ist Energie da. Gut. Dann schließe ich unten die Verbindung wieder, die ich da gerade gecuttet habe. Warum auch immer ich sie, was ich immer das für einen Sinn hatte hier. Scheiß drauf. Okay. Ist eh alles irgendwie miteinander verbunden. Ich muss zusehen, dass ich hier Strom kriege. Und das macht er hier weiter? Er macht hier weiter. Okay, das ME-System funktioniert wieder. Gut. Ich brauche dringend neue Reaktoren. Und zwar die großen. Die richtig großen. Was brauche ich dafür? Wie sieht es jetzt aus, stromtechnisch? Ja, nicht hundertprozentig stabil, aber es ist da. Und es fällt. Holy shit, fuck, okay. Also, wie lange habe ich keinen Reaktor mehr gebaut? Ist ewig her. Okay, ich brauche Reactor Casings in Massen. Okay, also. Reaktor. Ich habe noch 107 Reaktor Casing. Okay. Reaktor Glas brauche ich auch. Ich habe sogar noch Hardglass. Wunderbar. 42 Reaktorglas. Ich habe keine Ahnung, ob das genug ist. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal. Also, ich brauche einen Reaktor Access Port. Scheiße, ey. Reaktor Controller. Okay. Bauen. Bauen. Reaktor Casings wieder rein. Control Rod brauche ich. Definitiv. Was fehlt da? Yellorium. Ich habe kein Yellorium mehr. Fuck. Yellorium. 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 So. Yellorium Ingots. Kriege ich aus Yellorium Block? Oder aus Yellorium Dust? Wie kriege ich Yellorium Dust? Im Pulverizer hilft es mir wenig. Sulfur und Pulverized Tin. Okay. Sulfur habe ich eine ganze Menge und Pulverized Tin habe ich wahrscheinlich aktuell nicht. Pulverized Tin. Doch, okay. Hinten das Ding anwerfen, damit er mir... So, ich habe doch mit Sicherheit hinten das Yellorium-Ding drin. Wieso macht er nicht? Glas oder Yellorium? Aha. Okay. Yellorium Dust. Okay, ich brauche Yellorium Dust. Nether Quartz Dust. Redstone Furnace. Sand zu Glas. Yellorium Dust. Okay, ich brauche dafür einen Induction Smelter, richtig? Aber. Yellorium Dust. Induction Smelter. Pulverized Tin und Sulfur. Okay. Pulverized Tin. Warum auch immer ich so viel Pulverized Tin habe, aber egal. Pulverized Tin und Sulfur, genau. Pulverized Tin.
Zufuhr. Go. Okay. Mach mir Jelorium. Und zwar fix. Importbus. Sehr gut. Warum habe ich jetzt Pulverized Tin so viel? Pulverized. Warum habe ich so viel Pulverized Tin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Shiny Metal auch. Pulverized Tin und Pulverized Shiny Metal. Warum? Warum habe ich das hier hinten rausgenommen? Es fehlt Pulverized Shiny Metal. Ja, ist richtig. Warum habe ich das getan? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Pulverized Lead. Es fehlt Pulverized Tin. Okay. Ich habe es hier mit Absicht rausgenommen. Warum? Weiß ich nicht mehr. Pulverized Shiny Metal. Was kann ich mir daraus bauen? Für Enderium. Genau. Für Enderium brauchte ich das. So, wie sieht es jetzt hier aus mit Sulfur, Quatsch. Jelorium. Ja, okay. Es passiert was. Er muss jetzt nur erstmal hinterherkommen mit dem ganzen Club, weil er jetzt erstmal hier sämtliche Reaktoren auffüllen muss, die vielleicht nicht hundertprozentig versorgt sind. Okay, das sieht gut aus. Aber er braucht halt hier Jelorium in Massen. Und ich habe mal wieder nichts gegessen. War schlau. Alter, was eine Folge. Jetzt kriege ich hier tatsächlich so ein bisschen Probleme. So ein bisschen mehr Probleme kriege ich hier. Das ist unschön. Ganz unschön. Komm, was essen. Wir, die Blissflot hier wandeln wir um. Zu Bliss Powder. Okay, ich muss dringend einen neuen Reaktor bauen. Okay. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Okay, Hardened Glass. Wie viel habe ich davon noch? Garantiert zu wenig. Heißt Pulverized Obsidian und Pulverized Lead. Oder Pulverized Obsidian und Lead Ingots. Da er hier ja noch erstmal viel zu tun hat. Überlege ich ehrlich gesagt, mir davon noch einen zweiten zu bauen. Weil Pulverized Obsidian und ein bisschen Lead Ingots, das ist ja egal. Pulverized Obsidian habe ich momentan nicht so viel. Wie viel Obsidian habe ich denn momentan? Obsidian. Okay, eine ganze Menge. Die habe ich irgendwo mal automatisiert. Ich glaube, hier habe ich ihn auf Obsidian Auto gestellt. Genau, hier macht er mir automatisch Obsidian. Was echt gut ist. Sehr schön. Das läuft doch. Gut, dann fangen wir jetzt mal damit an, uns das ganze Gesumse hier einmal für Pulverized Tin und Sulfur zu bauen. Aber wofür brauche ich Sulfur denn noch? Sulfur. Er sagt zu nix, für nix. Aber ich auch dieses Sulfur brauche. Für Leads to Energy Dingenskirchens. Für Gunpowder. Pyrethium Dust. Und nur dafür. Okay. Das heißt, ich kann den Scheiß eigentlich hier mit Schwung hier reinhauen und glücklich sein. Gut, wo ist hier ein ME-Kabel? Da. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal zwei Importbuses rein und lassen das Ding einfach durchackern. Und das gleiche machen wir daneben nochmal für Lead Ingots und Pulverized Obsidian. Und dann werden wir glücklich. Ich mag es, glücklich zu sein. Wisst ihr das? Schön. Gut. Heißt, Import, zwei Export-Buses brauche ich bitte. Alter, das ME-System ist voll. Export-Buses. Precision-Export-Bus. 1, 2. ME-Kabel. ME-Kabel. Dankeschön. Let's go. Okay, also, dann kommt hier nach zu ihrer Linken, sehen Sie,
dass das ja eigentlich totaler Quatsch ist, was ich mache. Wieso mache ich das Ganze mit dem Gesumse hier, wenn ich es doch direkt anschließen könnte? Gute Frage. Lassen Sie jetzt einfach so. Ist mir egal, dann kann ich im Zweifelsfall was rausnehmen. Und mein ME-System wird ein bisschen entlastet. Export-Bus. Einmal 1, 2. So. Wir nehmen das Sulfur. Sage ihm, hey, du darfst hier Sulfur stackweise rausnehmen. Und auf der anderen Seite darfst du bitte Pulverized Schieß mich tot auch stackweise rausnehmen. So. Und dann brauchen wir nur noch den Anschluss ans ME-System, den wir uns hier herholen. Das war einer zu weit, macht aber nichts, brauchen wir gleich. Einmal da und einmal da. So. Und schon sehen wir, wie das Ding hier mit Pulverized Tin voll geballert wird. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie er hier Sulfur holt. In der Theorie. Weil Sulfur schon alle ist jetzt wieder. Sulfur. Ja. Wie kriege ich nochmal dieses Sulfur? Indem ich Nether Quartz oder Netherrack. Netherrack habe ich doch. Oder im Induction Smelter. Oder mit lustigen anderen Dingen. Anon Silvery Dust zum Molten Lead. Dabei kommt das raus. Okay. Dante Queen. Habe ich eine Dante Queen? Dante. Nein, habe ich nicht. Wie mache ich sie mir? Austere, Smoldering, Skulking, Hateful. Das kriege ich doch zusammen, oder? Okay, ich brauche eine Liste. Ich brauche einmal Dante Queens. Ich brauche eine Liste, sonst komme ich hier durcheinander. Also, ich brauche Dante Queens für Sulfur. Ich brauche Hardened Glas Auto und ich brauche Reaktoren. Drei Dinge, die ich jetzt ziemlich bald erledigen muss, damit ich hier zu Rande komme. Was brauche ich für Reaktor Casing? Was brauche ich dafür nochmal? Ich brauche Graphite Bars und ich brauche Steel. Was brauche ich für Graphite Bars? Graphite Bar. Graphite Block, Graphite Dust oder Coal. Kohle habe ich doch genug, oder? Coal. Ja. Coal, Pulverized Coal. Einfach mit Schwung durchbraten. Das können wir hier nochmal ihm geben. Oh, Nether Quartz Dust. Hi. Habe ich den sogar nochmal gemacht. Gut. Jupp, jupp. Bitteschön. Wie sieht es jetzt aus mit Yellorium? Yellorium. Ah, wir sind wieder ein bisschen auf Vorrat. Bisschen auf Vorratshaltung sind wir wieder. Gott sei Dank. So. Das hier läuft automatisch. Sehr schön. Pulverized Obsidia. Pulverized Tin habe ich nicht mehr. Oh. Pulverized. Oh, tatsächlich. Pulverized Tin ist bald auf. Schlecht. Ganz schlecht. Aber wie viel Tin Barren habe ich denn noch? Tin. Tja, 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 tja. Tss. Wollte mich verarschen. Tss. Zwei. Tss. Also, da habe ich kein Problem mit. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye, let's play Minecraft, The Green Skies. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.